Dieses Auto bekommen Sie für weniger als 7.000 Mark und 30 Extras dazu. Hier eine Annonce aus einer Motorzeitung von 1974 aus der Bundesrepublik. Na, was wird das für ein Auto sein? Ich will die Spannung mal hier auflösen. Es ist der Polski Fiat. Also von einem Autohaus wird das Ganze hier beworben, Walter Hagen und Co. in Krefeld. Und hier macht man also den Käufern diesen Wagen schmackhaft. Ne? Die Menschen in der Bundesrepublik kannten natürlich hier Fiat, ganz klar. Und jetzt kommt hier dieses Modell als Gestattungsproduktion aus Polen. Und damit ist also hier wirklich ein Schnäppchenpreis. Also ich glaube 7.000 Mark. Das ist damals bestimmt auch viel Geld gewesen. Allerdings für heutige Verhältnisse, ich glaube, solche Preise, die werden wir hier nie wieder irgendwie erzielen können. Und das Ganze ist also mit 30 Extras hier. Guckt mal, was da alles hier beworben wird. Motor und Kofferraum ist beleuchtet, Motorraum ja, Innenleuchten, drei Aschenbecher musst du haben, ne? Unbedingt. Handschuhkasten beleuchtet, Liegesitze, Zigarettenanzünder, Mittelkonsole, Wischwaschautomatik, die Warnlampe, ja, Drehstromlichtmaschine, scheint auch was Besonderes gewesen zu sein. Tageskilometerzähler, ja, Doppelscheinwerfer, der Stoßfänger mit Gummihörnern und Zweikreisbremsanlage, Teppichboden, vier Scheibenbremsen, Gürtelreifen. Also vier Scheibenbremsen finde ich ja schon mal klasse, ne? Also das ein tolles Auto. Ja, wer hat es gefahren und wer hat da Erfahrungen damit? War das ein gutes Auto gewesen? Einfach mal bitte in die Kommentare schreiben, denn das sieht soweit ja sehr, sehr schick aus. Allerdings 1974 ist jetzt also genau 50 Jahre alt hier diese Annonce.